In diesem Video zeige ich dir den aktiven Parkassistenten mit 360-Grad-Kamera in der nagelneuen C-Klasse. Also viel Spaß beim Zuschauen und natürlich auch beim selbst ausprobieren. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, machen wir jede Woche 5 Tipps zu eurem Mercedes und natürlich stellen wir euch auch neue Fahrzeuge von Mercedes vor und aber auch wir testen Ausstattung und das machen wir heute mal. Und zwar testen wir heute das Parkpaket mit 360-Grad-Kamera und dementsprechend auch den aktiven Parkassistenten von Mercedes. Denn der ist meiner Meinung nach noch besser geworden. Und wenn wir uns gleich mal die Ansicht der 360-Grad-Kamera anschauen, dann ist das schon eine ganz andere Liga und das in der C-Klasse. Also seid gespannt. Wir wollen auf jeden Fall in die Parklücke einparken. Das heißt, wir können längs und quer einparken mit diesem aktiven Parkassistenten und sogar ausparken. Und wie das geht? Damit fangen wir jetzt mal an und schauen uns mal an, ob das wirklich so einfach ist, wie ich mir das gedacht habe. Wir starten also jetzt mit unserem Parkvorgang und wir haben jetzt mal eine Parksituation simuliert. Das heißt, es stehen Autos an der Straße, eine Parklücke ist an der Straße frei. Wir möchten da rückwärts einparken. Ich denke, ich bin ein guter Einparker. Trotzdem glaube ich, dass das Auto es fast besser kann und eigentlich genauso schnell wie ich in den meisten Fällen. Und dass das ganz einfach funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar müssen wir einfach hier in der neuen C-Klasse auf das Symbol mit der Kamera und dem P klicken. Dann öffnet sich erstmal die Kamera, die schon wahnsinnig cool ist. Da muss ich mal kurz was zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt eine andere Kameraperspektive auswählen möchte, kann ich hier das ganz einfach unten auswählen und sehe dann das Fahrzeug von außen und kann es tatsächlich von allen Seiten betrachten. Und somit natürlich auch sehen, ob ich an einen Bordstein fahre oder nicht oder ob alles in meinem Umfeld passt. Also ich bin wahnsinnig begeistert davon, dass sowas möglich ist und dass das jetzt auch schon in der C-Klasse möglich ist. Aber das nur am Rande. Also, wenn wir die Parkassistent starten möchten, einmal hier auf die Taste mit der Kamera und dem P drücken und dann hier oben den Punkt Parkassistenz auswählen und schon sucht das Fahrzeug aktiv nach Parklücken. Die Besonderheit ist jetzt sogar, das können wir jetzt hier leider auf die Schnelle nicht simulieren, das Fahrzeug erkennt auch Linien. Das heißt, wir müssen nicht mehr zwei Autos haben, die hintereinander stehen und an der Straße stehen, sondern wir können tatsächlich auch einfach nur Linien haben, die auf dem Boden aufgemalt sind und das Fahrzeug würde diese erkennen und daran sich orientieren und dann natürlich auch vollautomatisch einparken. Was müssen wir tun? Parkassistenz ist ausgewählt, ich lege den Vorwärtsgang ein, darf maximal 35 km/h fahren und das Fahrzeug sucht eigenständig nach Parklücken. Also, ich fahre jetzt einmal komplett an der Parklücke vorbei, damit das Fahrzeug die Parklücke ausmessen kann und auch natürlich auch weiß, wie es am besten einparken sollte. An der Parklücke vorbeigefahren, Parklücke erkannt, ich halte an und jetzt muss ich einfach nur den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, Start des Parkvorgangs mit der Parktaste unterm Bildschirm. Ich drücke wieder auf unsere Parktaste, zack und los geht's. Rückwärtsgang ist automatisch eingelegt. Und das Fahrzeug fährt los. Also ich mache nichts, Füße weg, Hände weg. Das kostet natürlich ein bisschen Überwindung. Wichtig ist, ihr könnt immer bremsen oder aber auch die Geschwindigkeit regulieren. Wenn euch das zu schnell geht, könnt ihr einfach auf der Bremse bleiben und das Fahrzeug so ein bisschen dann langsamer machen oder ausbremsen. Ich lasse es aber jetzt einfach mal so machen, wie ihr meint, wie es richtig wäre. Ich hoffe, das klappt, aber es klappt. Und Auto steht. Also da muss man wirklich sagen, es ist keine sehr große Parklücke. Ich finde, er macht es perfekt und jetzt, wenn wir mit dem aktiven Parkassistenten eingeparkt haben, dann können wir sogar auch mit dem aktiven Parkassistenten wieder ausparken. Hier kriegen wir schon die erste Meldung, zum Ausparken mit dem aktiven Parkassistenten hier tippen. Das heißt, ich komme an, lasse mein Auto einparken, gehe weg. An der jetzigen Parksituation ändert sich nichts. Ich steige wieder ins Auto ein, drücke wieder hier die Parktaste und wähle Parkassistenz aus. Habe ich richtig gedrückt. Zack. Und jetzt kann ich einfach wieder sagen, zum Start des Parkvorgangs diese Taste drücken. Er sagt mir jetzt, bitte Rückwärtsgang einlegen. Das werde ich tun. Und los geht's. Oh, das ist ganz schön eng. Mehr macht das perfekt. Ja, ausparken ist natürlich immer einfacher als einparken. Das könnte man natürlich auch selber übernehmen. Aber das Fahrzeug macht es und das sogar sehr souverän. Es hat gepiept, ich soll die Hände ans Lenkrad nehmen. Das heißt, ah krass, er fährt noch weiter. Jetzt bin ich wieder dran. Zack, los geht's. Das war also Einparken an der Straße. Perfekt. Wir haben uns die nächste Parklücke ausgesucht und jetzt versuchen wir mal die andere Parksituation auszuprobieren. Und zwar, was tue ich wieder? Ich drücke hier auf die Parktaste mit der Kamera, wähle Parkassistenz aus
Und schon sagt mir das System zur Parklücke so vorwärts fahren. Das werde ich jetzt tun. Und ich fahre einmal an der Parklücke komplett vorbei. Da ist er. Zack. Parklücke wurde erkannt. Und jetzt kann ich tatsächlich einfach sagen, zum Starten des Parkvorgangs P auswählen. Wenn das Fahrzeug genug Platz hat, könnte ich jetzt hier auf den Parkplatz drücken und könnte dann auch auswählen, ob das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts einparken soll. Rückwärts ist aber eigentlich immer am angenehmsten, deswegen sage ich Parkvorgang starten. Rückwärtsgang wird eingelegt und Fahrzeug fängt vollautomatisch an zu blinken und parkt jetzt hoffentlich perfekt ein. So. Oh, er macht das gut. Und das, obwohl hier doch relativ wenig Platz ist. Und die Parklücke schon etwas eng ist. Zack, da hat er eingeparkt. Also super einfach. Auto steht perfekt vermittelt. Ich kann an beiden Seiten gleich gut bzw. gleich schlecht aussteigen, aber doch, es ist schon noch auf jeden Fall genug Platz. Und das Gleiche geht natürlich auch wieder. Wir tippen zum Ausparken wieder auf unsere Taste, wählen jetzt, ob wir rechts oder links lang möchten. Ich möchte, glaube ich, links. Zack. Richtung auswählen, Start mit der Parktaste unterm Display. Da drücke ich drauf und jetzt sagt er mir, bitte Vorwärtsgang anlegen. Auch das tue ich. Und schon geht's los. Es wird wieder vollautomatisch geblinkt. Das Fahrzeug parkt vollautomatisch aus. Und sobald ich gleich übernehmen muss, gibt es einmal einen Signalton. Ja, jetzt muss aber mal rum hier. Das meinte ich vorhin. Also sogar das macht er. Tatsächlich. Er korrigiert sich, sodass ich perfekt aus der Parklücke ausparken kann. Jetzt kommt gleich das Signal. Ich kann natürlich aber eingreifen. Also sobald ich auch eingreife, wird der Parkassistent abgebrochen und jetzt bin ich wieder dran. Ich hoffe, ihr wisst jetzt genau, wie der aktive Parkassistent in der neuen C-Class funktioniert. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich kenne es natürlich schon aus vielen anderen Autos vorher, aber der wird wirklich sehr nah an andere Autos ran, aber macht es dabei perfekt. Und ich denke mal, wenn man das zweite Mal gemacht hat, dann ist auch diese Hemmschwelle weg, das wirklich aktiv zu nutzen. Ich kann es nur empfehlen. Das war also das Parkpaket mit 360-Grad-Kamera. Natürlich funktioniert der aktive Parkassistent auch mit der Rückfahrkamera. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend notwendig die 360-Grad-Kamera haben, aber tatsächlich in der C-Klasse kann ich es nur empfehlen. Und wenn ihr sonst Bock auf dieses schöne Auto habt, also diese C-Klasse in Hightech Silber, dann findet ihr einen Link zum Auto hier unten in der Beschreibung und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich bis zum nächsten Video und freue mich, wenn ihr weiterhin zuschaut und natürlich auch gerne abonniert, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders im Vechta. Anywhere, just as long as you with me, 'cause girl, I know that you get me.